Die alten Weisen sagten, dass das Wertvollste an einem Haus die Lehre ist. Katsuzo Nishi über die japanischen Traditionen bei der Auswahl und Verbesserung eines Hauses. Wenn man sich das Haus eines anderen ansieht, kann man nicht nur den Charakter, die Gewohnheiten und die Gedanken der dort lebenden Menschen kennenlernen, sondern auch der Gesundheitszustand der Familienmitglieder und ihre Lebenserwartung einschätzen, sagt der japanische Wissenschaftler Katsuzo Nishi. Nishi ist der Autor seines eigenen Wellness-Systems. Es besteht aus Empfehlungen, was man essen, worauf man schlafen und welche Übungen man machen sollte, um die Gesundheit zu erhalten und zu fördern. In seinen Werken hat der Wissenschaftler die Aufmerksamkeit auf einen weiteren wichtigen Faktor gelenkt, der sich auf unsere Vitalität und Gesundheit auswirkt, nämlich die Wahl der Wohnung und deren Einrichtung. Und hier hat Nishi nichts erfunden. Er empfahl seinen Anhängern, sich an den Regeln zu orientieren, die in Japan seit Hunderten von Jahren befolgt werden. Meide die Häuser und Wohnungen, in denen die Menschen oft krank sind. In Japan wird der Wahl des Wohnorts immer sehr große Bedeutung beigemessen. Daher bezieht sich die erste Empfehlung von Nishi genau auf diesen Punkt. Wenn ein Mensch an einem guten Ort lebt, wird es ihm leichter fallen, Langlebigkeit und Wohlstand zu erreichen, so der Wissenschaftler. Solche Orte gibt es in jeder Stadt, in jedem Dorf. Wie kann man sie erkennen? Laut Nishi sind die Menschen an günstigen Wohnorten weniger krank und leben länger. Es gibt weniger Unfälle. Es gibt einen bekannten Fall, in dem ein Teil der Bewohner eines Dorfes häufig krank war und ein kurzes Leben hatte, während die übrigen Dorfbewohner sich durch gute Gesundheit auszeichneten und länger lebten. Später stellte sich heraus, dass unter den Häusern diejenigen Dorfbewohner, die häufige gesundheitliche Probleme hatten, ein unterirdischer Fluss verlief, was sich negativ auf die Bewohner der Häuser auswirkte. Ein solches Beispiel wurde von Nishi angeführt. Nishi empfahl, bei der Wahl des Wohnorts auf die Bäume zu achten, die in der Gegend wachsen. Wenn die Bäume gerade wachsen und ein gesundes Laub haben, bedeutet das, dass der Ort für den Menschen günstig ist. Wenn die Bäume schief stehen, eine krumme Form haben oder überhaupt nicht in diese Gegend wachsen, ist der Wohnort ungünstig. Vermeiden Sie Häuser und Wohnungen, in denen Menschen häufig krank werden. Es ist auch besser, ein Haus zu wählen, das auf einer Anhöhe und nicht im Flachland gebaut ist. Ihre Wohnung sollte mindestens 6 Stunden pro Tag dem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Sonnenlicht ist so wichtig für die Gesundheit, dass die Gerichte in Japan fast immer den Anwohnern Recht geben, die ein Verbot des Baus eines Hauses fordern, das anderen Anwohnern die Sonne verwehrt. So Nishi. Laut Nishi sollte ein Haus aus natürlichen Materialien gebaut werden. Wenn man sich in einem Haus mit Betonwänden niederlässt, ist es besser, die Wände mit Holz zu verkleiden oder die Räume mit Möbeln aus natürlichen Materialien einzurichten. Wenn möglich, sollten alle Ecken des Hauses abgerundet und Türöffnungen gewölbt sein. So bleibt die Vitalität des Hausbewohners erhalten. Um die Gesundheit zu erhalten, sollte besonders auf die Höhe der Möbelstücke geachtet werden. Wenn Sie zum Beispiel ständig Produkte schneiden, um auf dem Tisch kochen müssen, dessen Höhe 86 cm beträgt, würde es mit der Zeit zu Rückschmerzen und einer eingeschränkten Beweglichkeit der Halswirbelsäule kommen. Daher sollte die optimale Höhe des Tisches zum Kochen laut Nishi 96 cm betragen. Die alten Weisen pflegten zu sagen, das Wertvollste im Haus ist die Leere. Alle Gegenstände in einem Raum sollten geräumig wirken, ohne das Gefühl von Enge oder Unordnung zu vermitteln. Wenn es im Haus nicht genug Platz gibt, wird der Mensch reizbar und seine Stimmung verschlechtert sich ohne Grund.
In einem solchen Fall sollte man darüber nachdenken, den leeren Raum im Haus zu vergrößern. Wählen Sie wöchentlich 5 unnötige Dinge aus. Wie bereits erwähnt, kann die Umgebung im Haus viel über seinen Besitzer verraten. Unordnung im Haus, in der Küche und in den Schränken deutet zum Beispiel darauf hin, dass der Organismus des Bewohners geschwächt ist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Sie auf Ihre Gesundheit achten müssen. Ruhen Sie sich aus, machen Sie Übungen, die den Körper stärken. Nachdem Sie Ihrem Körper eine Pause gegönnt haben, müssen Sie einen Plan für eine machbare Arbeit erstellen, um das Haus in Ordnung zu bringen. Diese Tätigkeit sollte sich nicht ermüden. Versprechen Sie sich zum Beispiel, dass Sie heute Abend nur ein Küchenregal reinigen werden. Morgen werden Sie das andere Regal putzen. Auf diese Weise werden Sie Ihr Haus nach und nach in Ordnung bringen. Warum ist Ordnung im Haus so wichtig? Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn dein Kleiderschrank in Ordnung ist, sind auch deine Angelegenheiten in Ordnung, erklärt Katsuzo Nishi. Zunächst hielt Nishi diese Worte seiner Großmutter für ein Märchen, doch später war er überzeugt, dass sie einen Sinn hatten. Der Wissenschaftler bemerkte, dass er, wenn er müde war, aufhörte, die Ordnung im Haus zu beachten. Wenn Unordnung herrschte, gab es auch Probleme im Geschäft. Er stellte sich heraus, dass die Umgebung im Haus die Arbeitsstimmung des Wissenschaftlers beeinflusste. Als Nishi seinem Körper eine Pause gönnte und sein Haus in Ordnung brachte, stellte er fest, dass es ihm leichter fiel, die Ordnung in seinem Geschäft aufrechtzuerhalten. Um die Ordnung im Haus aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, sich rechtzeitig von unnötigen Dingen zu trennen. Dazu empfahl Nishi, jede Woche 5 oder eine beliebige andere Zahl von Dingen auszuwählen, die man seit mehreren Jahren nicht mehr benutzt. Für diese Dinge kann man eine neue Verwendung finden oder sie verschenken. Dinge, die niemand mehr braucht, sollten weggeworfen werden. Zerbrochenes Geschirr sollte weggeworfen werden. Es verdirbt Ihnen die Laune und die Gesundheit. Essen Sie von schönem Geschirr. Wenn dein Haus leer ist und eine schöne Schlüssel auf dem Tisch steht, wird man in Japan über dich sagen, das Haus ist voll. Wenn das Haus voll ist und es kein schönes Geschirr gibt, sagt man, das Haus ist leer. Es ist sogar noch angenehmer, schönes Geschirr zu bewundern, wenn man weiß, dass die Urgroßmutter es gekauft hat. Es ist sehr gut, schönes Geschirr als Erbe weiterzugeben. Um eine harmonische Energie im Haus zu schaffen, um mit Freude darin zu leben, muss es dekoriert werden. Nishi empfahl, dies mit Hilfe von Bildern, die die Natur oder Schlösser darstellen, Vasen und anderen Dekorationsgegenständen zu tun. Solche Dekorationen im Haus tragen dazu bei, dass sich die Menschen, die darin leben, wohl und beschützt fühlen. Umgeben Sie sich zu Hause mit frischen Blumen, bewundern Sie sie und heben Sie Ihre Stimmung. In der Küche zum Beispiel sind Chlorophyten sehr nützlich, da sie Schadstoffe absorbieren und die Luft reinigen. Schaffen Sie einen harmonischen Raum in Ihrem Zuhause und er wird zu Ihrer Gesundheit und einem langen, glücklichen Leben beitragen. So Katsuzo Nishi.